Hallöchen, liebe Kollegen. Wir setzen mal wieder die Kill-Serie fort. Und zwar gehen wir heute dem Saturn, dem riesen Hyperius-Roboter, dem fühlen wir heute mal ein bisschen auf den Zahn. So, und der, ja, das ist eigentlich bloß ein Zwischengegner. Das ist kein Endgegner, kein Storygegner, kein White Boss. Ist eher bloß so ein Zwischengegner. Ich denke mal, ja, der hat bei uns einen guten Platz in der Kill-Serie. Ich bin hier auf Ü8, also sprich, der Riesenroboter wird dann 82 sein. Und der müsste, jetzt lass mich mal kurz überlegen, da unten irgendwo zu finden sein. Nexus Badlands. Da müsste der normalerweise zu finden sein, der riesen Hyperius Roboter. Wie gesagt, das ist ein 82er jetzt. Das ist kein Zwischengegner, kein Story-Gegner, kein White Boss, nix. Das ist einfach mal ein Zwischengegner. Wo aber relativ knackig ist, sage ich mal. Und wie gesagt, der hat irgendwie seinen Platz verdient in der Kill-Serie. Und den gehen wir jetzt mal hier an. Ich habe mich ein bisschen ausgestattet mit Slack-Waffen. Nicht Slack-Waffen. Korrosion. Und hier eine Sniper-Korrosion. Da oben ist ganz normal. Mal gucken. Falls er irgendwie Probleme macht, dann rotzen wir halt mit der Herald drauf. So, jetzt mal gucken, wo der zu finden ist. Da müsste irgendwo... bringt gar nichts, in der Mitte von der Map zu finden sein. Jetzt mal gucken. Genau. Ich könnte jetzt hier rüberspringen, quasi mit Granatenjump. Ich habe aber keine Bock, meine Magic Missile... Wow. Wow, leck. Meine Magic Missile rauszuhauen. Ihr Drecksviecher, ihr Elendige. Wie gesagt, das ist hier alles Ü8, da muss man ein bisschen aufpassen. Alles nicht ohne. Verreck doch. Jetzt. Was lassen die hier fallen? Na. Gags haben keine Ahnung, was ich mit ihnen vorhabe. Das wird der pure Wahnsinn. Jetzt haben wir mal kurz eine Nebenmission abgeschlossen. War nicht schlecht, okay. So, wie gesagt, Granatensprung. Wären wir da jetzt drüber gekommen, aber wir gehen jetzt mal hier durch in das Robotergebiet. Wo? Hinter mir. Drecksgeißvieh. Verreckt. Am Korrosion. Ja, verreck. So, da hinten müsste der theoretisch zu finden sein, wie schon gesagt. Kommen wir da rechts rum? Ne, kommen wir nicht. Da, das ist das Areal. Oh, leck mich doch. Komm. Aha, dahinter ist er der Lauter. Der Lauter, der Probleme macht. Hey, hier sind viele. Ich hänge hier fest. Wieso hänge ich hier fest? Scheiß Stuhl. Tisch. Ja, du auch noch. Schnauze halten. Da hinten kommen noch zwei. Die nehmen wir natürlich mit. So. So, so, so. Der, der Riesenloader schwappt auch ab und zu ganz selten auch legendäre Waffen. Da müsste jetzt er irgendwann kommen. Da oben auf der Brücke. Sollte, müsste. Da kommt er. Saturn. So heißt er, der Riesenroboter. Saturn. Schnell weg. Oh. Der Ficker. Gucken wir uns mal an. Wo ist er? Da ist er. Der Saturn. Wie gesagt, das ist ein riesen Loader. Der hat irgendwie...
Ja, der hat schon seinen Platz in der Kill-Serie verdient. Allein schon die Größe. Korrosion drauf. Verreck. Wow. Jetzt kommt da einer runter. Oh, leck. Ich gleich am Arsch. Uiuiui. Schnell verstecken. Bringt das was? Oh, der läuft einfach rum. Wow, fick. Schnell weg. Wie gesagt, das ist ein Ü8, der ist jetzt... Nicht ohne. Nicht ohne. Klar, ihr könnt jetzt voll draufrotzen, aber dann wäre das Video innerhalb von 2 Minuten vorbei. Ich will ein bisschen spielen mit dem. Ein bisschen spielen. Jetzt mal gucken, wo kann ich hinrennen, wo ich den von weitem in den Arsch snipern kann. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. So vielleicht. Oh, das ist eine Kacke, da ist ein riesen Fenster drin. Da ist ein riesen Fenster drin. Das ist Kacke. So vielleicht. So vielleicht. Bam, 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 bam. Wow. Da keine Tür. Hey. Wow. So. Wo ist er? Da ist er. Genau. Verreck. Muss weg, sonst sterbe ich. Bam, 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 bam. Mein Badass-Rang ist relativ hoch. Und meine Sniper macht eigentlich so gut wie nix. Nichts. Wo ist er? Der Schwanz. Da. Hier die kleine... Kleine... Miau. Kleine Dinger da abknallen. Also, ein bisschen schade macht er schon. Ich brauche noch einen Tapnail. So vielleicht. Ja, das kriege ich hin. Die Sau schießt volle Rotze auf mich. Wow, wow, das war fast mein Tod. Jetzt gang ich auf. Hopst da auch hoch? Jetzt können wir echt mal testen, ob der hoch hopst. Runter gehopst ist er schon. Tschüss, Baby. Ha. Wenn er jetzt wieder hoch hopst, das wär's. Au, leck. Die Sau. Hilfe. Guck, guck. Au. Kuckuck. Bom. Kuckuck. Ui. Au. Hallo. Haha. Huhu. Au, jetzt. Au, 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 jetzt wird das wissen. Au, au, au. Du bist böser Junge. Böser Junge. Böser Junge. Böse. Keine Munition mehr, auf Fick. Kann ich mich hier verstecken? Nein, kann ich mehr. Nein. Schnell weg. Ich habe keine Sniper-Munition mehr. Au, jetzt wird au. Aber meine Infinity mit Korrosion. Die macht gar nichts. Ein bisschen macht sie. Jetzt fragt er gleich. Ein Schuss noch drauf und er verreckt er. Das ist hart an der Grenze. Ganz hart an der Grenze. Den locken wir jetzt aber noch runter. Und dann knallen wir ihn unten ab. Und dann würde ich sagen, machen wir den nochmal. Aber diesmal gehen wir radikal auf den... Auf den Penner los. Auf die Seuche. Komm, hopp's runter. Und jetzt kriegst du die Fresse voll. Bam, das war er. Da fliegt der Kopf. Da fliegt der Kopf. Was ist das? Ja, neue Stärke, Gesundheit, bla bla bla. Wie gesagt, der droppt ab und zu auch mal was Gutes. Ist aber eher seltener der Fall. Der verreckt wieder mal, der geht wieder mal weg.
Nö, da bleibt so liegen. Besser kackt die Füße davon. Das war's noch so. Was? Jetzt. Schon gedacht. Weil das ist schon, schon lang so, dass die Gegner quasi verschwinden, weil da haben sich früher viele beschwert, wenn es legendäre Sachen gegeben hat, dass einfach der Gegner drauf lag und das ist halt scheiße. Man bekommt endlich einen legendären Gegenstand und da kommt man nicht dran, weil der Dackel drauf liegt. So, jetzt haben wir den getötet. Jetzt wollen wir es aber nochmal richtig wissen. Wir sind schon bei 10 Minuten. Oh, leck. Nicht so. Wir sind schon bei 10 Minuten. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Jetzt gehen wir die Sache ein bisschen schärfer an. 10 Minuten schon an eurem Gegner. Ja, mein Gott. Scheiß drauf. Passt schon. So, im zweiten Durchlauf, wie gesagt, waschen wir wieder durch. Das müsste, glaube ich, immer noch ein Ü8 sein. Ja, über Macht 8. Und dann Harold und Fuselknarre. Und voll gib ihm. Mal schauen, wie schnell der down geht. Habt ihr ja gesehen, meine Knarren mit Badass-Rang. Puh, das ist schon heftig. Hat kaum was abzoge. Klar, er verreckt irgendwann, ganz klar, aber halt nicht so schnell, wie man es eigentlich denkt. So, wir nehmen Fuselknarre, ja, das passt. Und dann ab geht die wilde Luzi. Die Luzi. Muss aufpassen, die Magic Missile haben es in sich. Jump, 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 jump. Jetzt rechts, nee, links war's. Links und dann rechts. So. Und dann gehen wir am besten gleich zu ihm hoch. Jetzt kommt er wahrscheinlich gleich. Oben auf der Brücke. Da kommt er. Der Saturn, der mächtige Saturn. Der Riesenlauter. Komm, geh hoch. Jetzt habe ich. Ja, jetzt geht er wieder runter, die Schweinebacke. Oh, mein Fähig. Oh, Leck, ja. Oh, das ging schier in die Hosen. Meine Fähigkeit ist weg. Meine Fähigkeit soll ich eingeschaltet. Oh, jetzt kommt er wieder. Fähigkeit sollte eingeschaltet sein. Und jetzt ruf. Das leckt ordentlich. Wow, das leckt ordentlich. Aber erstaunen. Da fliegt der Kopf wieder. Ah, es hat ordentlich geleckt. Gibt nichts wirklich Gutes. Mischt eigentlich. Wie gesagt, ab und zu ist eher seltener der Fall, dass er was Gutes droppt. Aber ab und zu mal was Legendäres habe ich auch schon einmal bekommen. Aber wie gesagt, einmal und es ist eher seltener der Fall. Was das Legendäres war, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Schon zu lange her. Ja, also gut, liebe YouTube-Freunde. Ich würde sagen, jetzt habt ihr den Saturn auch gesehen. Wie gesagt, es war jetzt kein Story-Endboss oder kein White-Boss oder sonst irgendwas. Aber der ist trotzdem, der Gegner hat es in sich quasi, wenn es mal so zwischendurch ist quasi. Also gut, liebe YouTube-Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, euer Kinglein83. Schönen Abend noch oder einen schönen Tag. Bis denne. Ciao.